Hallo, lieber Aufrufer, Lichtgeschwindigkeit. Wir wollen nicht zu schreckhaft sein, nicht zu zart. Das Rehlein äugt verwundert. Otto Darmstadt ging im Wald spazieren im 19. Jahrhundert. Wir haben jetzt das 21. Jahrhundert und dann muss auch schon mal, wenn die Sprache sich abnutzt, eine Kohle draufgelegt werden. Ja, wir benutzen schreckliche Begriffe und brüllen uns an, weil die Ohren inzwischen zugemacht haben und die Aufnahmebereitschaft auch kleiner ist. Alles sendet, keiner empfängt. Und so lese ich heute auf meiner Startseite bei GMX Folgendes. Auch Verteidiger Mertesacker fällt gegen den Erzfeind Italien aus. Der Erzfeind Italien. Das erinnert mich an Zeiten unserer Alliierten, vorwärts im Avanti-Schritt, einen vor, zwei zurück, Mussolini und Freunde, der Erzfeind, der auch entsprechend verächtlich als Verbündeter behandelt worden ist. Ich weiß nicht, was diese Hetzsprache soll. Wenn Deutschland Fußball spielt gegen irgendeine andere Nationalvertretung und inzwischen ja auch in den Nationalmannschaften alle möglichen eingebürgerten sonstigen Leute spielen, ja, bei uns spielen also so viele verschiedene Herkömmlinge und ich habe auch gar nichts dagegen. Sie tragen dann dieses schwarz-weiße Trikot ursprünglich, jetzt haben sie auch noch bunte Trikots, also das sind doch alles lauter schöne Weltauswahlen, die da gegeneinander spielen. Also wenn in dieser Woche keine Bundesliga ist und dafür dann zwei Übungsspiele für die Vorbereitung der kommenden Fußball-Weltmeisterschaft für Deutschland, weil Deutschland in diesem Wochenende keine Qualifikationsspiele mehr machen muss, denn Deutschland ist bereits erfolgreich qualifiziert. Nun machen sie also Übungsspiele, eins gegen Italien, eins gegen England und dann heißt es also, sie spielen gegen den Erzfeind Italien. Also ich verurteile das ausdrücklich, weder Italien insgesamt noch die italienischen Fußballer noch die italienischen Eingebürgerten, sonst wie weltweiten Fußballer sind Erzfeinde, Erzfeinde schon gar nicht, sie sind auch keine Feinde, sie sind Gegner im Fußballspiel. Und dann wurde aber auch noch heute in der Pressekonferenz vom Bundestrainer gesagt, dass also einige Spieler verletzt sind. Nun wissen wir inzwischen tatsächlich, einige sind verletzt, andere machen für Probespiele dann immer mal Pause lieber. Hier heißt es also, für Mertesacker soll gegen Italien laut Löw der Dortmunder Mats Hummels in der Innenverteidigung neben Boateng spielen. Mesut Özil, der angeschlagen war, ist dagegen zur deutschen Mannschaft gereist und dürfte für beide Spiele zur Verfügung stehen. Miroslav Klose hat die Verletzung erlitten am Wochenende wieder, also er ist ja dauernd wieder verletzt und er wird vielleicht schmerzhaft und so weiter 3 Wochen pausieren müssen. Der 35-Jährige, der mit einem weiteren Länderspieltreffer zum alleinigen Rekordhalter vor Gerd Müller aufsteigen würde, war in den letzten Tagen zur Behandlung in München. Also jedenfalls spielt die deutsche Nationalmannschaft auch nicht andeutungsweise in einer Formation, die bei der Weltmeisterschaft dann die ersten 11 sein werden. Und trotzdem kann man sich ja heutzutage von deren Zirkus Roncalli-Nummern der Fußballartistik immer einiges erwarten. Und die Italiener wiederum, die haben ihre eigenen genialen Methoden. Dann wird es bestimmt ein spannendes Spiel, denn verlieren will auch ein Probespiel niemand. Insofern also Freitag das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Italien. Und ich habe hier mit meinem... Das geht gar nicht, das ist ja wirklich zu komisch. Man muss hier einschalten. Moment. Oh. Ich komme gar nicht ran an meine Manipulation. Meine Güte. So, mal sehen, ob das jetzt geht. Und ein Fisch, der hat Seelen. Das war es auch noch nicht. Und der Fisch, der hat Seelen. Das war es auch nicht. Boah. Das ist schon eher. Na gut, also wenn jemand sich mit dem DX7 von Yamaha auskennt oder ein Handbuch hat, dann möge bitte mir helfen, diese vielen Funktionen, die hier keine Sau bedienen kann, keiner kann das, ich kriege auch auf dem Flohmarkt oder sonst wie diese Handbücher nicht, wie man das einstellt überhaupt. Insofern kann ich hier ein paar Knöpfe drücken
Und mein Hauptproblem ist, hier hat irgendjemand mal das Ding programmiert, sodass die Tonarten nicht stimmen. Also mein Kammerton A ist hier nicht A. Aber der Haifisch hat immer noch Zähne. Und das freut die Krankenkasse. Und danke für den Aufruf.